Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zu der Gemini Junior, wo ich euch ja schon das Unboxing-Video präsentiert habe, einmal ein paar verschiedene Möglichkeiten zeigen. Als erstes möchte ich euch die verschiedensten Optionen zeigen, die ich jetzt gestern sozusagen mir ausgedacht habe, zu dem Prägefolder, der ja bei der Gemini Junior mit dabei war. Das ist so ein schöner filigraner Spitzenprägefolder. Und als erstes möchte ich euch zeigen, wie man das Motiv auf ein ganz normales Stück Papier prägen kann. Ich möchte jetzt einmal, wie gesagt, den Prägefolder mit euch zusammen prägen. Ich habe hier den ganz normalen flüsterweißen Farbkarton benutzt. Also kein extrem dickes Papier, das ist so um die 220, 240 Gramm. Und ihr seht ja, wie schön die Prägung alleine hier schon rausgekommen ist. Und ich zeige euch jetzt einmal, welche Platten ihr dafür benötigt. Ich habe jetzt hier einmal meine Acrylplatte, also diese Cuttingplatte, die ich auch immer zum Stanzen verwende. Dann brauchen wir einmal den Prägefolder, unser zugeschnittenes Stück Papier. Dann brauchen wir einmal die Magnetplatte, die mit dabei ist, und einmal diese Plastikplatte. Das Ganze legen wir uns zu einem Sandwich zusammen, machen natürlich die Maschine auch vorher an und stecken das Ganze jetzt hier vorne einmal hinein. Und dann sieht das Ganze einmal so aus. Worauf ihr natürlich auch achten solltet, ist, dass ihr eure Platten immer wieder dreht und wendet. Ich mache das alle zweimal. Das reicht völlig aus, weil wie ihr seht, ist meine Platte schon gut benutzt worden in den letzten 2 Tagen und immer noch recht gerade. Wenn ihr das nicht macht, werden die Platten sich relativ schnell verbiegen und dann wird das Ganze nachher hier nicht mehr so gut durchpassen. Und eventuell kann man die Maschine damit beschädigen, wobei die Gemini Junior oder auch die andere Gemini nur die Platten reinzieht, die auch wirklich von der Höhe her hier hineinpassen. Dann habe ich mit dem Prägefolder noch 2 andere Sachen ausprobiert, nämlich den Prägefolder mit einer Stempelfarbe einzufärben. Und hier habe ich einmal die Oberseite eingefärbt. Und hier habe ich einmal die Unterseite eingefärbt und wie das Ganze ebenfalls funktioniert, das zeige ich euch jetzt auch einmal. Ihr nehmt euch ein Stempelkissen mit der Farbe eurer Wahl, nehmt euch den Prägefolder und färbt euch dann die Seite ein, die ihr gerne eingefärbt haben möchtet. Ich färbe jetzt als erstes einmal die Oberseite ein. Dann legen wir das Papier wieder in den Prägefolder einmal hinein, klappen das Ganze zu und bauen uns unser Sandwich wieder zusammen, so wie wir das gerade gemacht haben. Einmal die Acrylplatte, Prägefolder mit Papier einmal hier drauf, dann die Magnetplatte und zum Schluss wieder die Plastikplatte und das Ganze dann wieder einmal hier durch. Beim Prägefolder, wo wir jetzt die Oberseite eingefärbt haben, habt ihr dann wieder diese Prägung zu euch. Und in dem Sinne ist dann die Stempelfarbe jetzt in das Gitter sozusagen reingedrückt worden. Ich mache mir jetzt meinen Prägefolder einmal sauber mit einem Feuchttuch. Das könnt ihr aber auch ganz normal mit einem Lappen und Wasser machen. Und dann färben wir uns jetzt gleich die Unterseite ein und machen das Ganze wieder genauso. Ich werde jetzt aber einmal den Ton ausstellen, weil ihr habt ja die Lautstärke der Maschine gehört. Bei der Unterseite habt ihr dann jetzt die Stempelfarbe in diese Schnörkel sozusagen eingearbeitet, also in die Negativseite, weil wenn wir das Ganze umdrehen, seht ihr ja hier, dass die Schnörkel zu euch kommen, also in dem Sinne
nach oben. Hier seht ihr jetzt nochmal den Vergleich. Links ist einmal die eingefärbte Oberseite vom Prägefolder und rechts ist einmal die Unterseite. Sprich, hier sind die Schnörkel ins Negative, also die Prägung geht nach unten und links kommen die Schnörkel nach oben zu euch. Und dann zeige ich euch noch einmal den Farbkarton nur in Flüsterweiß geprägt, wie wunderschön das Ganze einmal aussieht. Dann habe ich noch eine andere Idee für euch. Ich habe dieses Jahr in Holland auf einer Kreativmesse so einen Wachs gekauft. Damit kann man zum Beispiel auch das Papier, wenn ihr das geprägt habt, nochmal schön einfärben und euer Papier bekommt nochmal einen schönen Effekt und auch einen schönen Glanz. Es gibt solche Wachsfarben auch von anderen Firmen, soweit ich das auch weiß, von Viva Decor. Und es könnte sein, dass La Blanche auch so etwas hat, ich bin mir da jetzt aber nicht sicher. Ich habe jetzt für mein Beispiel einmal die Farbe in Kupfer verwendet und habe auch den Farbkarton in Flüsterweiß ganz normal geprägt und bin danach dann über diese Stellen mit dem Wachs drüber gegangen. Man nimmt das Ganze mit dem Finger auf und dann kann man einfach über das Papier das Ganze drüber reiben. Und dann habt ihr nochmal, wie gesagt, einen schönen Effekt und auch einen schönen Glanz. Das hier ist jetzt die geprägte Seite und das ist einmal sozusagen die Negativseite. Und ich möchte das euch ebenfalls einmal zeigen. Auch hier nehmen wir wieder unseren Prägefolder, stecken das Papier hier hinein. Besonders schön ist entweder weißer Farbkarton oder schwarzer Farbkarton. Dann nehmen wir wieder die Acrylplatte, wieder einmal die Magnetplatte und zum Schluss einmal die Plastikplatte. Und dann wird das ganze Sandwich wieder einmal hier durchgeschoben. Wenn wir das Ganze einmal geprägt haben, dann nehmen wir etwas Farbe oder etwas Wachsfarbe mit dem Finger auf und können jetzt das Ganze einmal verreiben. Das fühlt sich an, als ob ihr ja Butter auf dem Finger habt, aber das ist wirklich nicht unangenehm, das ist wirklich ganz, ganz toll und ich freue mich, dass es solche wunderschönen Farben gibt und dass man solche tollen Effekte auch auf das Papier ganz einfach zaubern kann. Vielleicht habt ihr auch zu Hause so holographische Papiere bzw. solche Folien. Die sind ja auf Papier bezogen und haben auch die verschiedensten Grammaturen. Meine, die ich hier verwende, ist sehr dick. Auf der rechten Seite seht ihr einmal die Prägung, die zu euch kommt, also das Positive. Und hier links einmal das Negative, wo die Schnörkel nach unten gedrückt werden. Und wie das Ganze ebenfalls einmal funktioniert, das zeige ich euch jetzt auch. Ich habe jetzt hier mein Folienpapier, lege das Ganze einmal in den Prägefolder hinein, einmal die Folienseite nach oben und baue mir wieder mein Sandwich zusammen, wieder meine Acrylplatte, dann den Prägefolder drauf, dann die Magnetplatte und zum Schluss wieder die Plastikplatte. Wenn ihr die Folienseite nach oben reinlegt, dann habt ihr sozusagen die positive Seite, wo die ganzen Schnörkel nach oben geprägt werden. Dann legen wir uns einmal das Folienpapier mit der silbernen Seite nach unten in den Prägefolder, legen wieder den Prägefolder auf die Acrylplatte. Diese habe ich mir gerade einmal gedreht, genauso wie die Magnetplatte jetzt einmal drehen und auch die Plastikplatte. Und dann wird das Ganze wieder einmal hier reingesteckt. Und jetzt habt ihr einmal sozusagen die Schnörkel nach unten gedrückt, also die Negativseite, in diesem wunderschönen silbernen Folienpapier. Dann habe ich noch eine weitere Möglichkeit, nämlich hier so Seidenpapier zu verwenden und das ebenfalls ganz einfach zu prägen.
Ihr habt ja vielleicht Seidenpapier mit Muster zu Hause, vielleicht aber auch welches, das einfarbig ist. Es gab hier mal zur Weihnachtszeit jetzt bei Action so ein Set. Da waren aber auch ganz neutrale halt mit drin. Und da habe ich gestern einmal das weiße Seidenpapier ausprobiert. Und wenn ihr zum Beispiel das zu langweilig findet für eure Geschenke, habt ihr hier nochmal eine andere Möglichkeit, wie gesagt, das Papier zu prägen. Ganz einfach und ganz schnell und könnt zum Beispiel jetzt hier in dem Papier eure Geschenke einpacken oder das für eure Verpackung verwenden oder um eine Geschenktüte zu füllen. Und wie das Ganze einmal funktioniert, das zeige ich euch jetzt auch. Ich habe mich jetzt hier für das grau-silberfarbige Seidenpapier entschieden aus dem Set, um dieses einmal zu prägen, damit das noch einen kleinen Effekt bekommt. Ich klappe mir dazu den Prägefolder einmal auf und dann kann ich das Seidenpapier hier einmal hineinlegen und dann weiß ich halt auch, wo ich das in dem Sinne einmal falten muss. Dann wird das Ganze einmal zusammengeklappt und dann baue ich mir wieder mein Sandwich. Einmal die Acrylplatte wieder, den Prägefolder wieder hier drauf, dann die Magnetplatte und zum Schluss einmal die Plastikplatte. Und dann habe ich jetzt einmal diese wunderschöne Prägung in dem Seidenpapier drin. Und wenn wir das Ganze einmal aufklappen, seht ihr, dass das komplett geprägt wurde. Weil der Prägefolder mir so viel Spaß bereitet und ich ja gestern auf die Idee kam, das Seidenpapier zu prägen, fiel mir dann ein, dass ich noch ganz viele von den Butterbrottüten im Schrank liegen habe. Und Butterbrottüten kann man ja auch sehr gut verwenden, zum Beispiel um kleine Geschenke einzupacken oder ein paar selbstgemachte Leckereien. Und ja, ich finde den Prägefolder einfach so schön und klassisch und schlicht. Und wie gesagt, ich habe ja auch noch mehr Wachsfarben und hier habe ich jetzt die silberne verwendet. Und auch hier möchte ich euch einmal zeigen, wie einfach ihr eine Butterbrottüte prägen könnt, um diese zu verschönern. Da meine Butterbrottüte ja ein wenig zu groß ist, ich diese aber jetzt nicht knicken möchte, lege ich mir diese einfach in den Prägefolder einmal hinein, klappe das Ganze wieder zu, baue mir wieder dieses klassische Präge-Sandwich, nämlich einmal die Acrylplatte, wieder die Magnetplatte und zum Schluss wieder die Plastikplatte. Und dann wird das Ganze jetzt einmal hier wieder durchgesteckt und dann machen wir das Gleiche nochmal. Dann nehme ich mir wieder die Wachsfarbe einmal auf und dann kann ich einfach jetzt über die Butterbrottüte bzw. über das Motiv drüber gehen. So schnell habt ihr dann eine schöne geprägte Geschenktüte fertig. Man kann diese natürlich jetzt noch weiter dekorieren. Das kann aber jeder für sich selber entscheiden und ich hoffe, dass euch meine Ideen zu dem Prägefolder gefallen haben. Vielleicht haben auch viele von euch Action-Produkte zu Hause, so wie ich auch. Hier habe ich einen Prägefolder getestet, mit dem man gleichzeitig ausstanzen und auch prägen kann. Und wie das Ganze einmal funktioniert, das möchte ich euch jetzt ebenfalls einmal zeigen. Für den Prägefolder von Action, womit man gleichzeitig prägen und ausstanzen kann, nicht bitte die 3D-Prägefolder benutzen, sondern die ganz normalen, dünnen von der Stärke her, brauchen wir einmal eine Acrylplatte, dann einmal den Prägefolder mit unserem Papier drin, dann brauchen wir einmal die Magnetplatte und einmal die andere Acrylplatte. Ich benutze natürlich meine jetzt, die sozusagen nie zerkratzt wird. Und dann wird das Ganze einmal hier durchgeschoben, denn dieser Prägefolder braucht etwas mehr Druck.
Wenn wir das Ganze dann einmal rausnehmen, können wir dann einmal die ausgestanzten Elemente uns einmal ganz einfach herausnehmen. Denn wenn wir nur die Plastikplatte anstatt die Acrylplatte für oben benutzen würden, stanzt die Maschine diese Elemente nicht aus. Geprägt wäre der Prägefolder, aber wie gesagt, um diese Prägefolder von Action zu verwenden, die dünneren, die man gleichzeitig auch mit stanzen kann, braucht ihr wie gesagt einmal die Acrylplatte, einmal die Magnetplatte und wieder die andere Acrylplatte. Ich möchte euch hier einmal den 3D-Prägefolder von Action zeigen. Ich empfehle euch nicht, diese dicken grünen zu verwenden oder allgemein diese 3D-Prägefolder. Es funktioniert, wie man sieht. Das Prägeergebnis sieht toll aus, aber die Maschine braucht sehr viel Druck bzw. ja, ist es einfach zu viel für die Maschine. Also der Folder ist einfach zu dick und deswegen möchte ich euch das auch nicht zeigen, weil ich möchte das auch nicht nochmal ausprobieren. Der Prägefolder bzw. die ganzen Platten, die werden hinten wirklich extrem rausgeschossen und daran merkt man einfach, dass da zu viel Druck drauf ist. Und das kann nicht gut sein für die Maschine und es wird eigentlich in dem Sinne auch nicht empfohlen. Crafters Companion, die Firma, die ja die Sachen für die Gemini herstellt, die hat ja auch gewisse Prägefolder im Angebot. Deswegen, wenn ihr diese 3D-Prägefolder nutzen wollt, macht das bitte mit einer herkömmlichen Kurbelmaschine, aber nicht mit der elektronischen Gemini. Als nächstes möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr eure Metallstanzformen ganz einfach ausstanzen könnt. Dieses Set hier, das stammt vom Action mit diesen Tag-Anhängern und den Bannern. Und das Besondere bei den Tag-Anhängern ist, dass man diese auch gleichzeitig prägen kann. Wir werden aber als erstes die Metallformen ausstanzen und dann im zweiten Schritt prägen. Die Tag-Anhänger sehen, wenn diese ausgestanzt und geprägt sind, so einmal aus. Und ihr könnt vielleicht hier am Rand diese gestrichelten Nähte erkennen. Diese werden dann nämlich geprägt. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich zeige euch jetzt einmal die Variante, wie man stanzen kann, wie ich das gewöhnt bin durch meine Big Shot. Ich habe jetzt hier unten meine zerkratzte Acrylplatte liegen, habe dann jetzt mein Blatt Papier und lege die beiden Tag-Anhänger mit der Schnittseite nach unten auf mein Papier drauf. Wenn ihr nicht wollt, dass das Ganze verrutscht, dann fixiert das mit einem Post-it oder etwas Washi-Tape. Dann kommt jetzt hier einmal die Plastikplatte drauf, dann wieder die schwarze Magnetmatte und zum Schluss meine nicht zerkratzte Acrylplatte. Und dann wird auch das wieder einfach nur durch die Gemini durchgeschoben. Das, was ihr jetzt gerade knacken gehört habt, das ist ganz normal, weil nämlich eure Formen sozusagen das Papier gestanzt haben. Ihr seht, die fallen mir eigentlich schon entgegen. Wir wollen das Ganze jetzt aber noch prägen. Dazu drehe ich mir einmal meine Acrylplatte, weil die sich nämlich jetzt leicht anfängt zu biegen. Ich lege jetzt auf meine zerkratzte Acrylplatte die umgedrehten Tag-Anhänger einmal drauf, sodass die Schnittseite jetzt nach oben zeigt. Da bitte auch nicht wundern, dass ich jetzt die schwarze Gummimatte, die auch in dem Set dabei ist, hier oben drauf lege. So möchte der Hersteller das auch haben. Und dann legen wir einmal die Plastikplatte oben drauf und dann die andere Acrylplatte und schieben das ebenfalls jetzt einmal durch die Gemini. Durch die schwarze Gummimatte sind nämlich jetzt diese gestrichelten Nähte bei beiden Tag-Anhängern einwandfrei geprägt worden. Vielleicht habt ihr Stanzformen zu Hause, wo ihr gerne vorher etwas stempeln möchtet und im zweiten Schritt das Ganze dann ausstanzen wollt. Das kann man natürlich auch mit diesen Tag-Anhängern machen. Dann würde man jetzt vorher das Blatt Papier bestempeln. Und damit das Ganze nicht verrutscht, gibt es ja auch in dem Set dabei diese schwarze Magnetplatte. Und
Da möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr das Ganze einmal fixieren könnt bzw. ausstanzt. Für unten nehmen wir jetzt die nicht zerkratzte Acrylplatte, dann legen wir die Plastikplatte da drauf. Dann kommt unsere schwarze Magnetmatte hier drauf. Dann legen wir unsere Stanzform auf die Magnetmatte, aber mit der Schnittseite nach oben einmal drauf. Dann das Papier und zum Schluss unsere zerkratzte Acrylplatte, weil die Schnitte ja jetzt nach oben zeigen. Und dann stanzen wir uns das Ganze einmal aus. Wie ihr gerade gesehen habt, ging das Stanzen jetzt ganz einfach. Wie gesagt, wenn ihr einen Stempel habt und das Ganze im Nachhinein ausstanzen wollt, nehmt dazu dann einfach hier diese schwarze Magnetmatte, um eure Stanzform zu fixieren. Dann müsst ihr, wie gesagt, aber die zerkratzte Acrylplatte nach oben setzen. Das habt ihr jetzt gesehen. Und wenn wir das Ganze ebenfalls auch noch einmal prägen wollen, dann müssen wir da jetzt eine kleine Sache tauschen. Dazu legen wir jetzt einfach die Stanzform mit der Schnittseite auf die nicht zerkratzte Platte einmal drauf. Dann legen wir die Prägematte einmal wieder hier vorne drauf. Dann die Plastikplatte und dann die andere Acrylplatte. Und dann wird das Ganze auch wieder einmal durchgekurbelt. Und dann haben wir wieder ein perfektes, geprägtes Ergebnis. Wenn ihr filigrane Stanzformen zu Hause habt, empfiehlt der Hersteller, dass man diese dünne Metallplatte mit dazu verwenden sollte. Das steht aber auch in der Bedienungsanleitung mit dabei, wie man diese anwenden soll. Ich brauchte sie jetzt nicht für meine Stanzformen, deshalb zeige ich euch einmal, wie einfach man auch filigrane Stanzformen ausstanzen kann, ohne diese Metallplatte nutzen zu müssen. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es gewisse Metallformen, die sich sonst nicht gut lösen. Dann sollte man halt diese Metallplatte mit dazu verwenden. Ich habe hier einmal mich entschieden, diesen filigranen Schmetterling zu verwenden und einmal dieses gestitchte und gestanzte Ornament. Ich habe auch hier wieder die dicke silberne Folie verwendet und wenn man das Ganze einmal ausgestanzt hat, sieht das so aus und ich zeige euch jetzt nochmal ganz schnell, wie man das macht. Ich verwende jetzt hier wieder meine Acrylplatte, die bei mir immer zerkratzt wird. Dann nehme ich mir mein Blatt Papier, bei mir jetzt die silberne Folie, lege die Stanzform mit der Schnittseite nach unten. Wenn ihr diese noch fixieren möchtet, dann nehmt am besten etwas Post-it oder etwas Washi-Tape oder ihr nehmt die Magnetplatte mit zur Hilfe. Dann müssen die Platten und auch die Seiten der Stanzform aber getauscht werden. Dann nehmen wir wieder unsere Plastikplatte und unsere Magnetplatte sowie unsere nicht zerkratzte Acrylplatte und dann wird das Ganze wieder durch die Gemini durchgekurbelt. Vielleicht habt ihr zu Hause auch so ein Bürstchen und so eine Schaumstoffunterlage. Dann könnt ihr nämlich jetzt das ausgestanzte Element mit der schönen Seite hier drauflegen und geht dann mit diesem Bürstchen über das Motiv drüber. Und dann lösen sich die Kleinteile eigentlich von selbst. Und zum Schluss habe ich noch ein weiteres Beispiel, weil es ja heute einfach nur um das Stanzen und Prägen geht, beziehungsweise Stanzen und Prägen auch in einem. Hier habe ich nämlich ein Set mit Katzen. Diese Elemente kann man natürlich auch einfach nur so ausstanzen, aber schöner ist das Ganze natürlich, wenn man auch das Geprägte auf dem Blatt Papier hat. Auch hier habe ich wieder meine silberne Folie benutzt. Mitunter oder auch einfach den Farbkarton in Flüsterweiß, der ja relativ dünn ist. Und wie das Ganze hier mit den Stanzen einmal funktioniert, das möchte ich euch jetzt zum Schluss ebenfalls noch einmal zeigen. Auch hier verwenden wir wieder unsere zerkratzte Acrylplatte. Ich habe jetzt hier silberne Folie und den Farbkarton in Flüsterweiß.
Und dann legen wir jetzt unsere Stanzform mit der Schnittseite nach unten auf das Papier einmal drauf. Dann kommt wieder einmal diese Plastikplatte einmal drauf. Dann wieder unsere Magnetmatte und dann zum Schluss wieder die Acrylplatte. Ich habe mir jetzt meine Acrylplatte wieder einmal gedreht, habe die Stanzform mit der Schnittseite nach oben auf die Platte gelegt. Jetzt kommt wieder die Prägematte einmal hier drauf. Dann kommt wieder diese transparente, milchige Plastikplatte oben drauf und zum Schluss die nicht zerkratzte Acrylplatte. Und dann werden wir das jetzt im zweiten Gang prägen. Ich hoffe, dass euch mein erstes Testvideo zu der Gemini Junior gefallen hat. Ich habe euch ja wie gesagt jetzt die Option gezeigt, wie man stanzen kann, wie man prägen kann und wie man stanzen und prägen kann. Und dann noch ein paar andere Optionen, auch wie man Prägefolder einfärben kann, um weitere Effekte zu erzielen, wie das Ganze mit Wachsfarben aussieht, beziehungsweise auch aus Folie ausgestanzt und teilweise auch geprägt. Ich selber bin sehr zufrieden mit der Gemini Junior. Sie macht unendlich viel Spaß, jetzt zu stanzen und auch zu prägen, weil das Ganze einfach super einfach und easy funktioniert. Auch mit den Acrylplatten bin ich bis jetzt sehr zufrieden, weil diese auch sehr dick sind. Und wenn man diese, wie gesagt, alle paar Mal dreht, das muss man für sich herausfinden und auch die Fläche immer gut belegt mit Stanzen oder auch mit Prägeelementen, dann verbiegt sich die Platte wirklich nicht sehr schnell. Natürlich sind Acrylplatten und auch die anderen Platten alles nur Verbrauchsmaterialien. Es kommt immer darauf an, ob man die Platten komplett belegt, ob man diese immer wieder wendet. Ja, wie stark der Druck ist auf den Platten. Und man wird natürlich sehen, wie lange sich diese halten werden. Aber irgendwann wird man natürlich neue Platten benötigen. Das ist genau das gleiche wie bei einer Kurbelmaschine. Da ist kein Unterschied. Wenn dir mein Video und auch meine Beispiele gefallen haben, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch von dir freuen. Wenn du weitere Fragen hast oder mir einfach dein Feedback mitteilen möchtest, dann freue ich mich natürlich auch genauso darüber, wenn du mir unten in die Kommentarfunktion einen Kommentar hinterlassen würdest. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!